Tachchen allerseits, wir müssen nach Aung von Flori und den anderen Schlüssel suchen und finden, damit wir die Tür des Windkraftwerks öffnen können. Im letzten Part haben wir hier zwei Rüpel gesehen, aber anscheinend sind sie nicht mehr hier. Das bedeutet, Eingang ist frei. Rein da. Da sind wir ja schon. Okay, wartet mal ab. Mit Starra Lili zu lieben ist hier nicht verkehrt, aber ich hatte ja erwähnt gehabt, dass ich zwischendurch mal Carpador gerne trainieren will. Daher würde ich doch mal sagen. Oder soll ich es wirklich riskieren? Komm, no risk, no fun. Knospi soll sich ein wenig ausruhen. Ah ja, bei Knospi ist es auch so, jetzt auf die Entwicklung bezogen. Es kann nur die Entwicklung vollziehen, wenn es tags ist. Das ist das Ding. Also mitten in der Nacht. Knospi kann mich so sehr lieb haben, wie es möchte. Das geht nur tagsüber. Und die Zuneigung ist auch ein wichtiger Faktor, worauf man achten sollte. Genug der Worte. Gib den süßen Honig her. Tu, was wir sagen. Team Galactic wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und dann fangen. Hey, das Kind da hat alles gesehen. Was machen wir nun? Das fehlte noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Balk seinen Mund hält. Ich habe sowieso nichts vorzusagen. Alles, was ich will, ist euch zu erledigen und den Schlüssel zu besitzen. Mehr ist da auch nicht drin, doch. Okay, alles klar. Also ihr kämpft nicht zu zweit. Das bedeutet, wir werden, so wie es ausschaut, zwei Einzelkämpfe hier vollziehen müssen. Womit ich ehrlich gesagt keine Probleme habe. Wurmpel? Ja, okay. Okay, Wurmpel. Da würde ich doch mal glatt sagen, wir gehen rüber zu Starra Lili auf jeden Fall. Ich sage immer wieder Starra Lili. Staravia meine ich. Oh yeah, ich muss mich noch dran gewöhnen. Los, Fabi! Zeig, was du drauf hast und bekämpfe Wurmpel. Ja, ich meine, wir sind hier total im Typenvorteil. Nice. Das Pokémon hat die Fähigkeit Bedroher, super. Bedroher ist so eine geile Fähigkeit, Leute, besonders in den Wi-Fi-Battles. Man kann sowas von heftig von dieser Fähigkeit profitieren. Angenommen, ihr habt da ein Pokémon wie Demeteros. Sein Angriffswert ist echt heftig. Und wenn dein Pokémon dann ins Kampffeld geschickt wird mit der Fähigkeit, sinkt dann der Angriffswert von Demeteros, was wiederum gut für dich ist. Also, da kannst du nur profitieren. Vielleicht kann es auch besser sein, wenn man vielleicht zwei Pokémon mit der Fähigkeit Bedroher hat, weil dann kann man das immer rein und raus wechseln und den Angriffswert von dem gegnerischen Pokémon extrem krass senken. Besonders wenn das das allerletzte und gescarfte Pokémon ist, ne? Okay, je nachdem, was für eine Attacke dann dieses Pokémon einsetzt, weil wenn du wiederum ein anderes Pokémon hast, welches vom Typ her das, die nächste Attacke von, sag mal hier, Demeteros als Beispiel nicht aushalten kann, ne, dann ist das ein Problem wiederum für Demeteros. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt wieder rüber zu Carpador und lassen erstmal Carpador einige Erfahrungspunkte bekommen. Ist auf jeden Fall super. Ja, also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mehr Acht zu geben auf die Pokémon, besonders hier in der Nuzlocke Challenge. Ich bin schon ziemlich gespannt, wann ich das erste Pokémon verlieren werde. Ich hoffe gar nicht, aber es kann ja sein, dass ich ein Pokémon aufopfern muss. Das passiert. Aber gut. So, ich würde mal sagen, wir gehen wieder rüber zu Staravia. Schalocco. Der Name ist auch ziemlich lustig. Und ehrlich gesagt sieht das aus wie so ein Zeppelin, was nicht auf der Erde erstellt wurde. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber ich glaube, ich habe in letzter Zeit zu viele, Animes mir angeschaut oder zu viele Games gezockt. Ihr kennt das ja. Alles nur Fantasien. So, wieder eine weitere Attacke, die sehr effektiv trifft. Das war sowas von klar. Das war sowas von klar. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass dieses Pokémon diese Attacke aushalten wird. So, er hat nur zwei Pokémon am Start und beide wurden KO'd. Sehr schön, Carpador hat das siebte Level erreicht. Da kann man nicht meckern. Spieler besiegt Galactica Rüpel. Das ist der Grund, warum ich immer nur ein Rüpel sein werde. Ja, also ich sag mal so, wenn du bei dem Niveau bleibst, warum nicht? Aber du kannst dich noch ändern, noch so viel vor dir, doch. Mann, ist das lahm. Sie werden mir den Lohn kürzen. Ich bin als nächster dran. Mit dir zu kämpfen, nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Ah, du solltest mir nicht unterschätzen. Mein Carpador ist jetzt auf Level 7. Nein. Ich habe ja hier Panflam, Knospi am Stissel. Du hast nur ein Pokémon. Und welches ist es? Zubat.
Okay, so, jetzt muss ich zusehen, dass ich keine Vergiftung abbekommen werde. Okay, wenn dieses Pokémon jetzt die Attacke Toxin zum Beispiel drauf hat, dann wäre das wiederum nicht so gut. Wenn Zubat trifft, dann werde ich zu 100% vergiftet, was wiederum nicht so gut ist. Aber gut. Allein schon, was wiederum nicht so gut ist, aber gut. Natürlich nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Erstauner? So. Was machen wir jetzt? Flügelschlag. So, und. Yo! Ein CS Zubat. Also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass Zubat das aushalten wird. Oder? Naja, bisschen mehr Damage. Davon bin ich schon ausgegangen, aber der Damage ist sowieso schon ordentlich genug. So, ich könnte auch hier Ruxukip einsetzen, muss nicht immer andauernd die eine Attacke einsetzen. Das Pokémon soll sich ja austoben. So, sehr schön. Bye bye, Zubat. Das war's. So, jetzt müsstet ihr mir doch allmählich den Schlüssel geben. Oder wer hat hier den Schlüssel? Spieler besiegt Galaktiker Rüpel. Hätte ich doch nur einige brauchbare Pokémon. Nee. Das hat nichts mit den Pokémon zu tun. Das hat was mit dir als Trainer zu tun. Du brauchst mehr Wissen, Erfahrung, Training. Diese Rotznase ist stark, sogar mehr als nur stark. Mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind und mein Wortschatz ist recht groß. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Alles klar, vielleicht sehen wir uns ja. Oh, was ist das für ein Ding? Sie müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt zu dem Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinetwegen haben. Ja, nice. K-Schlüssel, alles gleich. Und so schnell kann's gehen hier, Leute. Da haben wir schon den Schlüssel. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Die waren reichlich seltsam, wie sie schon angezogen waren. Und was sie gesagt haben, war noch viel seltsamer. Oh, ich muss mich wirklich bei dir bedanken. Bitte nimm dies als Dank. Honig erhalten. Ja, nice. Soll ich selbst essen oder soll ich den Honig selbst essen? Geht das klar? Nee. Wenn du den Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Ja, okay, aber da ich in der Nuzlocke-Challenge bin. Nee, komm. Gehen wir mal hier rein. Schmiere Honig auf die Rinde eines Baumes und sieh nach einiger Zeit nach, ob sich etwas im Baum bewegt. Wenn dem so ist, kannst du davon ausgehen, dass es sich um ein seltenes Pokémon handelt. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich so etwas sehe. Ach ja, das hört sich aber ziemlich verlockend an. Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Oder hast du irgendwo sonst in der Region sind nur ähnlich lebendige Blumen gesehen? Der Dank dafür gebührt allein dem Pokémon. Meinst du, die Pokémon benutzen ihre Fähigkeiten für gute Taten, um hier dem Menschen so gut wie möglich im positiven Sinne entgegenzukommen und plus der Natur wiederum? Ach ja, die Pokémon-Welt ist schon eine Welt für sich. Logisch. So Leute, was machen wir? Ich würde mal sagen, wir gehen erst einmal ins Pokémon-Center und kümmern uns um unsere Poké-Buddies. Muss ich einkaufen? Also befinde ich mich gerade in der Lage, dass ich jetzt sagen kann oder sollte oder muss, dass ich hier sowas wie Tränke und so brauche? Wisst ihr was, wir checken das gleich ab. Oh, können wir jetzt ins Erdgeschoss gehen im Pokémon Center? Weil neulich stand da noch eine Dame vor der Rolltreppe, weswegen wir halt die Rolltreppe nicht verwenden konnten. Ich würde mal sagen, abchecken, schadet ja nicht. Was haben wir hier unten? Oh, hallo, hier entlang bitte. Was denn los? Hallo und willkommen, schön dich zu sehen. Mein Name ist Teala, ich bin deine Führerin im Pokémon Wi-Fi Club. Zuerst darf ich dir das hier geben. Adressbuch, okay, nice. Cool Leute, wir werden jetzt erstmal hier mit Informationen bedient. Das ist dein Adressbuch, damit kannst du deine Freunde registrieren. Erst dann kannst du mit ihnen über die Nintendo WFC Kontakt aufnehmen. Dann könnt ihr tauschen, kämpfen und vieles mehr. Möchtest du mehr darüber wissen? Ja, okay. Freunde registrieren. Im ersten Stock eines Pokémon-Centers triffst du Leute, die tauschen oder im Kolosseum kämpfen möchten. Diese Leute kannst du als Freunde in deinem Adressbuch registrieren. Außerdem kannst du manuell Freunde registrieren, indem du ihren Freundescode in dein Adressbuch eingibst. Soll ich das nochmal wiederholen? Verstanden. Wakatta. Viel Spaß mit der Nintendo Wi-Fi Connection. Jo, dankeschön. Was habt ihr hier zu sagen? Willkommen im Pokémon Wi-Fi Club. Möchtest du die Nintendo WFC nutzen? Nein. Bitte besuche uns wieder. Alles klar, und was sagst du? Du sagst dasselbe. Ach komm schon. Ja gut, Leute.
wo wir schon mal hier waren, haben wir uns das auch angeschaut. Schadet nicht. Mit ihr reden wir auch nochmal. Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémon wurden immer weniger. Ich dachte schon, das wäre es für uns gewesen. Aber ganz plötzlich hat mein Pokémon die Beere gegessen, die es gehalten hat. Puh. Ach ja, danke für den Undercover-Hinweis. Ich sollte tatsächlich wieder mal hier den Poké-Buddies einige Items zum Tragen mitgeben, wa? So, erstmal in den Beutel reinschauen. Muss ich einkaufen oder nicht? Fluchtseil habe ich jetzt einmal. Schutz dreimal. Ja, das reicht. Brauche ich Bälle? Das reicht. Alles Gleiche. So, ich würde mal sagen, wieder zurück. Die beiden Rüpel-Boys müssten immer noch da sein, ja? Alleine schon, sie lassen uns in den Ewigwald nicht rein. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? So, ach ja, wenn ich hier vorbeischaue, ne? Muss ich an Pachirisu denken. Und stimmt, Leute, ich habe vergessen, im letzten Part etwas zu sagen. Und zwar, jeden Freitag kann man hier einen Drifter empfangen. Nur so, nebenbei erwähnt, falls der eine oder andere sich dafür interessiert. So, Kollege, du kannst dich verstecken in diesem Gebäude, wie du auch willst. Wir haben jetzt auch einen Schlüssel. Es ist von innen abgeschlossen. Schlüssel verwenden? Ja, na klar. Rups, klink. Die Tür zum Windkraft ist offen. Rein da. Wie bitte? Nee, oder? Du hast den Schlüssel? Da hätte man die Tür ja gar nicht abschließen müssen. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde dem Commander Bescheid geben. Ja, mach das. Dein Kanscha ist jetzt hier. Macht euch alle gefasst, Leute. Ihr wollt jetzt einen Battle? Okay, hier bin ich. Tadam! Tadam! Allein schon, die haben alle blaue Haare. Die meisten, oder? Ja. Ich mache keine Späße, Kind. So handhabt, dass ein Profi. So handhabt, dass ein Profi. Handhabt. Finde ich lustig. Bap, bap, bap. Alles gleich, und dann zeig mal deinen Buddy. Panekon. Mhm. Ein gefundenes Fressen für Staravia. Gut, Sarah, du weißt Bescheid, wir gehen erstmal raus. Du machst aber gute Fortschritte, darüber freue ich mich. Ich glaube, bald werde ich wieder meine Poké-Buddies ein bisschen trainieren, sobald wir in einer neuen Gegend sind. Vielleicht kurz bevor wir die zweite Arena besuchen. Aber mal schauen, wann wir die zweite Arena erreichen werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in diesem Spiel ein wenig langsamer vorangeht als in den anderen Editionen, also auf das Treffen der Arena-Leiter und Arena-Leiterinnen. Darauf bezogen. Weiß nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass in den anderen Games. Dass es ein bisschen zügiger ging. Jetzt nicht auf die neuen Editionen, sondern Blau, Rot, Gelb, Silber, Gold, Kristall, Rubin, Saphir, Smaragd. Vielleicht ist auch meine Einbildung. Aber okay. Und ich habe auch mitbekommen, dass die meisten Leute sowas von auf die vierte Generation stehen. Also diese vierte Generation feiern sie total. Ne? Also viele haben, glaube ich, ab der vierten Generation angefangen, die Pokémon-Welt für sich zu entdecken. Und ganz am Anfang, als ich den Discord-Server neu erstellt hatte, also mein Discord-Server, ja, also in den ersten ein, zwei Monaten, wurde darum gebeten, zu der vierten Generation ein LP zu machen. Du hast meine Arbeit durcheinander gebracht. Ja, und ich hatte gesagt gehabt, okay Leute, ich bin jetzt gerade bei der ersten Generation, ich möchte so gut ich kann die LPs nach der chronologischen Reihe aufnehmen. Also erstmal erste Generation, zweite, dritte, aber irgendwie bin ich schon bei der siebten Generation als Livestream. Dies ist jetzt die vierte Generation und ja, ich meinte, dass ich das dann in der Zukunft machen werde. Jetzt ist es endlich da. Und die fünfte und sechste Generation werden wir uns auch auf jeden Fall noch vorknüpfen. Doch vorher kämpfen wir gegen den hier. Komm her. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen. Das ist unsere Mission. Alles klar. Und meine Mission ist, euch platt zu machen. Ja, ich glaube, in diesem Part kriegen wir das noch hin. Eine Herausforderung von Galactica Rüpel. Wompel wird von Galactica Rüpel in den Kampf geschickt. Okay, Wompel, komm mal ran. So, Carpador is on the floor. So, rüber zu Staravia. Oh, ich freue mich schon, wenn dieses Pokémon sich zu Staraptor weiterentwickelt. Staraptor ist so ein geiles Pokémon. Wirklich, Leute, ich hab's richtig gern. Als ich mir Omega Rubin gekauft hatte, war Staraptor auch eines der ersten Pokémon, die ich mir selbst gezüchtet hatte, um es in den Wi-Fi-Battle zu benutzen.
Ja. Ein geiles Pokémon. Keine Vergiftung. Das ist auf jeden Fall super. Sehr schön. So, Baum. Bye bye, Baumpill. Ich wollte schon Baum sagen. Warum Baum? Keine Chance, Baumpill. Meine Flugattacken sind so präzise. Charmian? Ganz ehrlich, ich würde mal sagen, hier bleibe ich jetzt kurz im Kampf. Check mal dieses Pokémon ab. Ah, ich habe das eben gerade mit Schnurrgas verwechselt. Okay. Ich habe es mit Schnurrgas verwechselt. Ja, Schnurrgas ist auf jeden Fall viel massiger als Charmian. Alles klärchen. Ja. Was hat er zu sagen? Ich mag keine Kinder, die auch noch starke Trainer sind. Hey, was ist, wenn du mal irgendwann Kinder hast? Wirst du dich von dem Kind fernhalten, nur weil du keine Kinder magst? Was ist das denn für eine Logik? Mein Pokémon kann nicht mehr kämpfen und dafür werden sie mir mit Sicherheit all meine Pokémon wegnehmen. Aber warte nur ab, unser Commander wird dich in den Boden stampfen. Der hat rote Haare. Ich bin einer der drei Commander vom Team Galactic. Wir werden eine neue Welt schaffen, eine Welt, die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst uns auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Ja, was ist denn euer Anliegen? Kämpfen wir, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, werden wir, Team Galactic, hier verschwinden. Also, eins ist schon mal sicher, Kollege. Wenn jemand hier verschwindet, dann seid ihr es. Ups. Warte mal, bist du jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Auf der einen Seite siehst du auch aus wie ein Mädchen. Warte mal, das schockt mich gerade. Ich habe das gerade nicht auf dem Schirm. Ist jetzt Mars ein Junge oder ein Mädchen? Oh yeah. Okay. Na, was soll's. Ich glaube, dass ich mich für Staravia entschieden habe, ist die beste Entscheidung, die ich hier treffen kann. Wobei, Pampflam wäre auch nicht verkehrt. Blut einsetzen. Biss, okay. So, Flügelschlag. Also Zubat wird diese Attacke auf jeden Fall aushalten. Wenn ein Level zu 11 Zubat noch den roten Balken hatte, dann wird es auf jeden Fall den gelben Balken haben. Ich bin eher sogar davon ausgegangen, dass es noch den grünen Balken übrig haben wird. Aber okay, seht ihr Leute, Toxin ist daneben gegangen. Das meinte ich. Die Attacke kann auch daneben gehen. Was glaubst du, stellst du da mit meinen Pokémon an? Ich mache es fertig. Was ist das denn bitte schon für eine Frage? Erstmal sagst du, in dem Kampf wird... In diesem Kampf werden wir herausfinden, wer geht und wer bleiben wird. Und jetzt fragst du mich, was ich mit deinem Pokémon anstelle. Ich habe es ganz bestimmt nicht zum Bärenfressen eingeladen. Sarah erreicht Level 8. Super. Schnurrgas. Jetzt kommt Schnurrgas. Habe ich ein Pokémon mit der Kampfattacke am Stessel? Ja, ich würde mal sagen, ich gehe rüber zu Pampflam, aber das könnte gefährlich werden. Pampflam ist auf Level 13. Wenn Zubat auf Level 14 war, dann müsste Schnurrgas allerhöchstens auf dem 15. Level sein. Denke ich. Ist jetzt nur mein Denken. Muss nicht richtig sein. Es ist sogar auf Level 16. Was? Oh, Pampflam hat gar keine Kampfattacke. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich dachte, ich habe dem Pampflam die Zertrümmerer-Attacke beigebracht, aber ich dachte mir dann bestimmt, nee, das ist ein bisschen zu gefährlich, weil das eine VM-Attacke ist. Mogelhieb. Jetzt habe ich ein kleines Problem tatsächlich. Okay, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich glaube, ich gehe wieder rüber zu Barbie. Oder nee, ich gehe rüber zu Knospi. Mogelhieb kann Schnurrgas nicht mehr einsetzen. Nur weil ich jetzt gesagt habe, Knospi soll sich eine Pause gönnen, heißt es noch lange nicht, dass ich es nicht einsetzen werde. Mann, Kanscha. Finte? Oh, heftig, ein Volltreffer. Ey, das ist gerade richtig böse. Ich muss mit Stachelspore treffen. Was, Schnurrgas ist schneller? Natürlich, das ist doch eine Weiterentwicklung. Ich Idiot. Och nö, ich habe Knospi verloren. Gut, Pampflam wollte ich auf jeden Fall nicht verlieren, aber dass ich Knospi verloren habe, ist sowas von tragisch. Mann, Leute.
Habe ich nicht in diesem Part gesagt gehabt? Ich bin schon gespannt, wann ich das erste Pokémon verlieren werde. Mann, bin ich ein Dödel, ey. Boah, schade. Und Knospi noch. Levelmäßig das stärkste Pokémon, was ich im Team hatte. Mann. Das tut gerade weh in der Brust, doch. Wie schnell ist dieses Pokémon eigentlich? Richtig nervig. Gut, der Angriffswert ist jetzt gesunken. Mann, das ist so blöd gerade für mich. Also gleich bekommt mein Pokémon definitiv das Item-Trank. Ja, mehr Damage. Ey, hör doch auf. Beere oder was? Dindelbeere. Mann, so heftig, ey. Wie? Das Ding ist Knospi, ne? Es hat ja die, das Wesen Scheu, wenn ich mich nicht irre. War das nicht so? Ja, selber schuld. Oh, so eine geile Fähigkeit, ey. Das tut gerade sowas von weh. Ja, das war wohl ein Faili. Also das war ein Fail, meine ich. Oh, das ist so grausam heftig. Der Deutsche gern. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Das ist sowas von heftig gerade. Ich würde mal sagen, dieses Pokémon bekommt erstmal einen Trank. Eventuell zwei Tränke gleich sogar. Mal gucken. Jetzt kommt wieder Kratzer, denke ich. Oder Finte. Heftig, ey. Gut. Es wird uns zwar wieder outspeeden. Aber wir können das aushalten. Es sei denn, es gibt einen Volltreffer. Aber ich glaube, das könnten wir auch noch aushalten. So, jetzt ist die Frage, ob einmal Ruxukib ausreichen würde. Nee, das ist so riskant. Oh, Knospi, ey, das ist... Letztens habe ich mich auf Pachiri zu vorbereitet gehabt und auf einmal war ich im Redefluss und habe es einfach mal KO'd. Eben gerade habe ich innerlich nachgedacht, soll ich Knospi rausnehmen? Dann habe ich aber irgendwie wiederum gedacht, ach komm, ich werde das outspeeden und kann es erstmal einschläfern lassen, weil ich wollte Stachelspore einsetzen. Aber nee, Leute, der Plan ist nicht aufgegangen. Heftig, heftig, heftig. Und das Video wird, glaube ich, etwas länger als geplant. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen gehabt, die Videos zu diesem LP nicht länger als 25 Minuten zu machen. Aber gut, ich denke, gleich gibt es wieder einige Gespräche. Deswegen kann ich jetzt das LP nicht beenden nach diesem Kampf. Also direkt. Gut, wenigstens gibt es hier etwas Erfreuliches, und zwar einen Level Up. Spieler besiegt Commander Mars. Unfassbar, ich habe verloren, du dreiste Rotznase. Mann. Oh. Schön, die nächste Weiterentwicklung. Wie die Entwicklungen aussahen. Heftig, wie so eine kleine Filmszene. Panpyro, nice. Sehr schön. Oh, sehr, sehr gut. Tempohieb nehmen wir sofort mit. Sofort. Eine geile Prio-Attacke. Ja. Yep. Welche Attacke soll vergessen werden? Ich würde mal sagen, Silberblick. Bye, bye, Silberblick. Verhöhner können wir noch behalten. Vielleicht können wir die Attacke irgendwann noch gut gebrauchen können. Der Deutsche Gang. Vielleicht können wir die Attacke irgendwann gebrauchen. Genau das. Tempohieb. Das Pokémon mit wenigen Kraftpunkten wird schnell besiegt. Ups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen und nun verabschiede ich mich und verschwinde von hier fürs Erste. Ach, ich habe auch Mist gebaut. Team Galactic, Sie sagen, Sie müssten einfach Pokémon und Energie sammeln. Egal wie, Sie wollen damit ein neues Universum schaffen. Das sagen Sie wenigstens. Aber alles, was Sie sagen, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für deine Hilfe bin. Nun kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Da ist sie schon. Pepe! Ey, Papa, Doris, Papa, geh duschen, ihr geht. Oh, tut mir leid, ich musste ohne Unterbrechung für Sie arbeiten. Danke, Trainer.
Du hast die ganzen bösen Leute weggejagt. Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder. Sie meint Drifloon. Oh ja, bei den Windkraftanlagen hat man ein ballonförmiges Pokémon gesehen. Und zwar immer an einem bestimmten Tag. Aber welcher war das nochmal? Freitag. Ob sein Erscheinen in Zusammenhang mit der Windkraftanlage steht, die Wind in Energie umwandelt? So, da stellst du mir Fragen. Du bist der Wissenschaftler, nicht ich. Okay, ich würde mal sagen, Leute, hier speichern wir ab und machen einen Cut. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem LP. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ach ja, der Verlust wegen Knospi. Beziehungsweise der Verlust über Knospi. Irgendwie sitzt das sowas von in der Brust. Was soll's, Leute? Das bedeutet, am Anfang des nächsten Parts werden wir uns erstmal einmal von einem Pokéball verabschieden müssen. Bis dahin macht es gut, Leute. Tschüssi.